die neue Maschinenserie R200 und R300 als Inverter zeichnen sich aus durch mehr Effizienz, durch Multiprozess, und das möchte ich mal vorstellen. So, fangen wir an mit Einlegen des Drahtes bzw. mit der Übersicht, welche Schweißprogramme hier auf der Maschine verfügbar sind ab Werk. Wir haben hier eine Auswahl von Schweißprogrammen. Das zeigt uns einmal den Durchmesser, die Gaskombination, ja, Stahl, nicht roschende Stähle und auch Aluminium an der Stelle. Und hier wäre dann auch noch der Überblick für, wie zu eingangs gesagt, Multiprozess. Das bedeutet, wir können hier sowohl Elektrode-Handschweißer als auch Wigschweißer. Und hier nochmal der farbliche Hinweis der einzelnen Rollenpaarungen. Habe ich jetzt in dem Fall die Paarung Rot und Blau. Das bedeutet in dem Fall Rot für 1,0 und Blau für 0,8. Wir haben sowohl die Antriebsringe natürlich für Stahl und nicht rostende Stelle, als auch für Aluminium als U-Form. Die sind werkzeuglos hier einzubringen. Das bedeutet, wir schieben die hier nur drauf, arretieren, einmal drehen, egal in welche Richtung, ob mit oder gegen den Uhrzeigersinn. Drehen das hier, schieben den Draht von hinten ein, verschließen den Bügel, und dann müssen wir die Taste hier drücken. Dann setzt die Drahtförderung ein. Wir haben ja zu Eingangs aus dieser Tabelle hier eine Nummer entnommen, und die müssen wir jetzt hier dementsprechend einsetzen. Das bedeutet, wir müssen den rechten Drehgeber an der Stelle für 2 Sekunden drücken und suchen uns dann hier eine Nummer, eine Kombination aus, die wie gesagt aus dieser Tabelle hier entspringt. In dem Fall haben wir drin 1,0er Schweißdraht, 8218er Gas und haben das Ganze im Synergiebetrieb. Bestätigen einmal und sind nun schon bereit zum Schweißer, können mit dem linken Drehgeber hier die Ampereleistung rauf und runter drehen, sprich Draht und Spannung bzw. Strom gehen parallel miteinander nach oben. Ich habe hier eine Empfehlung von der Materialstärke bezogen auf eine Kehlnaht und kann dann hier bis zur maximalen Leistung der Maschine dementsprechend einstellen. Selbstverständlich stehen uns im Max-Schweißer im Unterprogramm auch die ein oder andere Korrekturmöglichkeit zur Verfügung. Im Detail wäre das kurz erklärt: einmal das Draht einschleichen, die Drosselfunktion, der Drahtrückbrand und zu guter Letzt auch noch die Gasnachströmzeit. So, dann hier mal ein Beispiel aus der Praxis: ein Millimeterblech als Kehlnaht geschweißt mit der R300. So, es besteht natürlich auch die Möglichkeit, noch Elektrode und Wick auszuwählen. Dazu ist der obere Drehgeber in die rechte Position zu bringen. Und dann über den linken Drehgeber kann man hier quasi über 2 Sekunden drücken. Und dann kann man hier auswählen, ob man Elektrode schweißen möchte oder Wick schweißen möchte. Wie gesagt, wenn es blinkt, steht es zur Auswahl. Einmal andrücken und dann besteht die Möglichkeit, hier Elektrode zu schweißen. Man kann dann hier auch aus der Tabelle entnehmen, den Durchmesser einstellen, und die Maschine errechnet dann die jeweilige Ampereleistung dahinter. Es stehen natürlich auch für das Elektrodenschweißer im Unterprogramm der Hotstart bzw. die Arcforce-Korrektur zur Verfügung. Das bedeutet hier, man muss beide Drehgeber drücken für mindestens 3 Sekunden. Dann hat man hier die Möglichkeit des Hotstartes einzustellen. In dem Fall nach oben oder nach unten. Die Werkseinstellung verlassen wir dann, wenn der,
Wenn rechts oder links jeweils ein Pfeil kommt, dann sind wir außerhalb der Werkseinstellungen. Wenn wir nochmal drücken, kommen wir in die Arcforce-Regelung rein, die hier auch individuell auf die einzelne Elektrode angepasst werden kann, nach Schweißers Empfinden. Drücken wir nochmal drauf, gehen wir hier raus und dann sind alle Parameter eingestellt. Dann müssen wir die Polaritätsbrücke hier abnehmen. Den Elektrodehalter gemäß der Elektrodenverpackung anschließen. Das bedeutet in unserem Fall, wir gehen auf Minus. Rechts ist an der Maschine Minus und links ist Plus. Und auf der rechten Seite kommt dann noch die Masse hin. Stell dann hier am linken Drehgeber noch meine gewünschte Ampereleistung ein. In dem Fall habe ich jetzt 100 Ampere ausgewählt. Wir kommen jetzt zu einem anderen Verfahren, das wäre das WIC-Schweißverfahren. Das steht an der R200 und 300 auch zur Verfügung. Das ist jeweils ohne HF. Man bewegt den linken Drehgeber hier von links nach rechts in diesem Fall. Nun wird Elektrode angezeigt. Nun wird hier 2 Sekunden gedrückt und gehalten, damit der Prozess quasi auswählbar ist. In dem Fall WIC. Wir haben hier keine weiteren Einstellungen vorzunehmen, lediglich den Polaritätswechsel vorzunehmen. Das bedeutet, wir nehmen den Brenner, den Ventilbrenner an der Stelle, der ein spezieller ist, und schließen den Brenner auf Minus an. Ganz wichtig, die Polarität. Und die Masse wird in dem Fall auf Plus angeschlossen. Und dann wird quasi vom Brenner, deswegen auch Ventilbrenner genannt, die Gaszufuhr direkt am Manometer angeschlossen und geöffnet. Und dann wird hier vorne der Gasstrom eingeleitet. Egal ob Werkstatt oder Montage, die R-Serie ist immer verlässlich.